Friedrich Lenkfeld war ein deutscher Offizier während des Zweiten Weltkriegs, der sein Leben zur Rettung eines verwundeten Feindes gab. Im November 1944 war er als Kompaniechef im Hürtgenwald eingesetzt und sollte ein Minenfeld gegen die Amerikaner sichern. Nach heftigen Kämpfen vernahmen die deutschen Soldaten auf einmal Hilferufe und Schmerzensschreie aus dem Gebiet vor ihnen. Es handelte sich um einen verwundeten amerikanischen Soldaten, der mitten im Niemandsland zwischen den beiden Kriegsparteien lag. Lenkfeld befahl seinen Soldaten, auf keinen Fall auf eventuell anrückende amerikanische Sanitäter zu schießen, damit diese den verwundeten Soldaten holen können. Da die Hilferufe des GIs auch nach Stunden noch anhielten, befahl Lenkfeld den eigenen Sanitätern, einen Trupp zur Rettung des Soldaten zu bilden. Wie immer setzte er sich an die Spitze und führte seine Männer durch das Minenfeld. Kurz bevor sie den verwundeten Amerikaner erreichten, wurde Lenkfeld plötzlich von einer deutschen Schützenmine zu Boden gerissen und starb. Die Geschichte bewegte die amerikanischen Soldaten so sehr, dass sie ein Denkmal für ihren ehemaligen Feind errichteten.